Ich heiße Fähchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Du musst mir helfen. Siehst du die Dosen da drüben? Ich möchte, dass du hingehst und sie umstößt. Sie umstoßen? Warum? Meta, Alice, vertrau mir. Alles okay? Bist du verletzt? Gar kein Problem. Das sind nur ein paar Dosen. Komm schon, los. Wir haben jetzt etwas Geld. Du hast mich benutzt, um zu stehlen. Wie konntest du nur? Ich hab dir vertraut. Oh, scheiße. Du hast recht. Ich hätte das nicht tun sollen. Entschuldige, Alice, ich tue das nie wieder. Oh je. Die Kleine hat ein sehr starkes, sehr ausgeprägtes Gefühl für richtig und falsch. Wir gehen jetzt in das Motor. Ein Motel. Da haben wir unseren Schlafplatz. Okay, dann los. Gehen wir nicht rein? Es geht nicht, Alice. Die vermieten sicher nicht an Androiden. Ich muss diese Uniform loswerden. Oder weitersuchen. Dann suchen wir mal Kleidung. Ich möchte das Beste für Alice. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Sie, Alice. Du
tun es nicht, okay? Also doch nicht. Komm schon, los. Doch nicht im Hotel schlafen. Ach, das ist echt schwierig, wenn man Androide ist und im Prinzip nichts machen darf und dann will die Kleine, dass man klaut, obwohl das die einzige Möglichkeit ist. Hier kommt jetzt nichts mehr. Okay, da kommen wir nicht rein, weil da hätten wir zuerst reingehen müssen, um dann im Laden wahrscheinlich was zu klauen. Werkzeug. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt's hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Ja, wir können das Haus nicht betreten. Wir haben keinen Drahtschneider. Scheiße. Also bleibt echt nur der Parkplatz über, aber wir haben eigentlich Geld geklaut für das Motel. Aber im Motel können wir jetzt nicht schlafen. Hm. Ah, das ist doof. Motel wäre am besten gewesen für die Kleine. Er hat einfach einen zu guten Sinn für Gerechtigkeit. Was ist hier? Oh! Also kann man jetzt hier durchschneiden. Zwei, komm. Krass. Alles in Ordnung? Ja, ist nur ein Kratzer. Sei vorsichtig. Also jetzt für Alice hochhalten. Keine Sorge, wir sehen uns nur um. Oh Mann, ganz schön knifflig und kompliziert hier, aber wir müssen unbedingt in das Haus kommen.
Jetzt kommen wir da auch mit ran. Wie wär's mit einfach durch die Tür gehen? Auch nicht. Alice? Alice! Halt! Was machst du denn? Besucher. Ralph mag Besucher nicht. Grässlich. Sie verletzt Ralph. Sie ist doch nur ein Kind. Sie wird dir nichts tun. Nur ein Kind? Sie ist nicht nur ein Kind. Und was heißt das schon? Vielleicht will sie Ralph verletzen. Da, ich bin auch Android. Du brauchst keine Angst haben. Wir suchen nur einen Platz zum Schlafen. Und komm schon, bitte. Besucher sind gefährlich. Da. Das tun sie mit Ralph. Oh mein Gott. Bitte, wir brauchen dringend Hilfe. Es wäre so nett, wenn wir bleiben dürften. Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Mann, tut mir echt leid. Aber ist auch ein Auf. Dass die Menschen ihn wieder fangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph, tut euch nichts. Okay. Es ist nur für eine Nacht. Na kommt. Kommt. Kommt, na kommt. Er ist verrückt. Hier lang. Und ich weiß immer noch nicht, ob das richtig war. Ralph lebt hier, seit er weggelaufen ist. Ralph geht nie nach draußen. Keiner weiß, dass er hier wohnt. Manchmal kommen Obdachlose, aber Ralph versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Macht es euch hier drin gemütlich. Ralph wird in das andere Zimmer gehen. Er würde gern noch bleiben. Aber er hat zu tun. Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was Besseres. Gut. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Setz dich, ich mache ein Feuer. Warum hat sie die jetzt wieder hingelegt? Sammle Holz, finde etwas Papier. Seltsame Aufgaben. Ich werde alles nicht alleine lassen. RA9. Was heißt denn das? Was? Die Symbole. Warum malst du sie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe Angst.
Ich befürchte, wir sind echt falsch. Wir hätten einfach im Auto schlafen sollen und gut ist. Okay, hier haben wir Papier. Fangen wir mal an, Feuer zu machen. Okay, mach ein Feuer, fertig. Mach ein Bett für Alice, finde eine Decke. Kara bleibt doch hoffentlich wach. Leg dich schlafen. Ich habe alles versucht. Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Nein, Kleine, du hast bestimmt nichts falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Du bist ein Kind. Deshalb war er immer so wütend. Das hat nichts mit dir zu tun, oh Mann. Ich wollte doch bloß seine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir zusammen? Für immer? Für immer. Das ist so traurig. Die Clay, das ist so traurig. Gute Nacht, kurz. Eine Familie. Sie ist mit ihr weggelaufen, jetzt sind sie eine Familie. Aber sie wird hoffentlich nicht schlafen. Du darfst nicht schlafen. Wow, was für eine Verzweigung. Heftig. Wow. Das ist so ein mitreißendes Spiel. Man will einfach nicht mehr aufhören. Und trotzdem auch gleichzeitig wieder von vorne anfangen. Und nochmal alles machen und einfach andere Entscheidungen treffen. Wahnsinn. Richtig, richtig geil. Gefällt mir sehr gut. Ja, macht's gut, Sturmtruppler. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.